Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu, zurück zu Battlefield, MechWarriors 5 Mercenaries. Ich habe gerade schon eine Runde gespielt, das Problem war, unser guter Mech hier, ne, da wird schon angezeigt, hat keine Munition. Und ich habe das Spiel jetzt mal beendet, naja, gestartet. Er hat immer noch keine Munition. Das kann es doch nicht sein. Weil zwischen, ich habe gerade auch beim Laden, gab es so eine Information, zwischen den Missionen werden die Waffen automatisch nachgeladen. Das funktioniert ja gar nicht. Was passiert, wenn ich ihn jetzt umrüste? Details. Brauche ich umrüsten oder so. Ja, genau, umrüsten. Deinstallieren, rechter Arm kostet schon nach. Fick dich. Wie komme ich an Munition? Das ist zum Kotzen. Nehmen wir was anderes. Umrüsten. Kann ich das nicht einfach entfernen? Ich habe keinen Bock jetzt gleich zu... Och, ist das ätzend. Jetzt hat er keine Waffe, ja? Kann ich da Laser ranballern? Das geht nicht. Ist ja schon mal bescheiden. Was ist, wenn ich den jetzt eine neue Waffe oder eine andere Waffe gebe? Und sage umrüsten. Kriegt er automatisch Munition? Oh, was stand denn da? Feuerkraft, das ist mir Wumpe. So, dann gehen wir wieder hier und warten. So, sind gespannt. Ich habe keine Munition. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ziehen zum Drehen. Das ist... Kriegst du Plack irgendwie. Das Problem ist, wir kommen nicht in den Markt rein. Hier, nach. Gucken wir mal. Aufträge. Mech-Labor. Mech-Fick dich. Inventar. Stern. Ich brauche Munition, du Arschkrampe. Mal 3 Punkte? Warum haben wir jetzt 3 Punkte? Weil wir so lange gewartet haben? Ich habe es vorhin gespielt, da hatte ich nur 2 verhandelbare Punkte. Egal. Haben wir 3 Punkte. Kann ich mitleben. Das Problem ist, der Kleine wird gleich heftig auf den Sack kriegen. Ich werde es gleich mit ihm testen, weil der hat ja keine Munition. So. Und versuchen wir es damit. Viel zu schwach. Ich habe vorhin mit dem anderen schon derbe auf die Fresse gekriegt. Bin gespannt, ob der Kleine das schafft. Also, Mission, die hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon geklärt. Oder, glaube ich, wurde schon erzählt. Wir sollen einfach ein Lager von den Plündertypen da platt machen. Von den Plünderer. Nichts Schlimmes, aber... Ja, die haben halt jetzt keine Mechs, aber viele kleine Panzer und die haben auch Salvenraketen, so wie ich normalerweise mit dem Centurion hätte. Na, haben die Panzer halt und ja, der hat da ziemlich schnell meine Rüstung weggeballert. Und dann habe ich von oben die Gegner unterschätzt. Attention.
Gehe zur Plünderbasis. Ich hoffe, wir schaffen das mit den Jelven hier. Mit dem Leichten. Mann, oh Mann, ich hatte so einen Spaß. Kommst du nach der Arbeit nach Hause, dann denkst du dir, ey, geil, MacWarrior, ne? Und dann so eine Scheiße. These raiders are taking down our murderers and thieves, Commander. Don't show them any mercy. Mess with the bull, you get the horns. Okay, das war zu viel. That's it. Exactly. Target destroyed. I've got enemy contacts up ahead, Commander. They must have detected us on the way in. Ah, hat schon eine leichte Beschädigung bekommen, der Kleine hier. Der kleine Kreuzritter. Ein bisschen langsamer. Ich weiß jetzt nicht, ob gleich wieder diese Flugeinheit kommt. Es gab so eine dicke Flugeinheit. Die hat mich ganz schön zerbimmelt. Aber was ich sagen wollte, kommst du von der Arbeit, genervter Tag, freust dich. Endlich MacWarrior und dann so eine Scheiße. Alter, da zimmert er mir aber eine ran. Ah, ich hab vergessen, der steckt doch viel ein, der Panzer. Das Nachladen muss schneller gehen. Gut. Oh, wir haben ein Torso, es ist schon leicht, ist schon fast rot. Kein dunkelrot, aber das Rot gefällt mir nicht. Ja, das Laufen, Schießen kriege ich noch nicht hin. So, warte mal. Da. Ah, ist natürlich fuck. Lufteinheiten plus. Und ich ziehe immer. Jetzt. Oh. Target acquired. Los, Feuer. Target destroyed. So, immer ein bisschen hin und her laufen. Target acquired. Target destroyed. Damit der Sack uns nicht kriegt. Es ist nicht leicht, also gerade geht's. Wir haben zwar leichten Schaden bekommen, aber wir sind auch nicht so massig gefickt wie ich vorhin. Weil der Centurion hat nur zwei Laser von den M-Dingern. Der Kleine hat ja wenigstens vier, aber kann nicht so viel einstecken. Also wenn du das schaffst, kleiner Yelvin, bin ich stolz auf dich. Das ist die Lufteinheit, die ich meinte. Die steckt nämlich viel ein. Da muss doch mal sterben, der Typ da. Das gibt's nicht. Das war schon vorhin ein harter Gegner. Ihr könnt froh sein, dass ich diese Aufnahme verworfen habe. Ich war so schlecht gelaunt, ihr glaubt es gar nicht. Schlecht gelaunte Let's Plays machen keinen Spaß. So, da ist ja noch einer. Geh hoch mit deinen scheiß Raketenkacke-Pisse. Oh, ey, nein. Ja, diese Flugeinheiten, die geben mir mal den größten auf den Sack hier. Der lebt ja noch, fuck. Ich dachte, weil er brennt so, ein bisschen Rauch da, dass er weg ist, aber nicht gehört. Was ist der für Laserchen? Boah, Yelvin, Alter, ich kaufe dir tolle Sachen. So weit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Du spielst dich gerade in mein Herz, kleiner Mann.
Red Base. Eliminate all enemies and raise it to the ground. Leider ist das ein Witz, was wir hier machen mit unseren Laserchen hier. Es dauert halt ein bisschen, wenn wir ein bisschen hier rumlesen. Oh, Feinde. Ey! Trifft er mich ja auch noch. Sausack. Ziehen wir uns mal zurück, weil von links kann er ja auch kommen. Warte mal, ausrichten. Ah, ich muss mich erstmal wieder hinkriegen hier. Ja. So. Ey! Von hinten. Alter, jetzt wäre ich aber von hinten geballert. Ja, es sind gleich wieder zwei Flugdinger hier. So. Oh, den habe ich jetzt übersehen, oder was? Ja, es ist nicht so leicht. Ich habe nur Laser. Ich kann nicht einfach hier alles zerpimmeln. Da muss ich auch alles durchlaufen hier. Keine Ahnung. Was sind Baracken? Ne? Tun die uns weh? Machen wir sie kaputt. Randale. Yeah. Yelvin Power. Dauert aber ein bisschen. Gehen wir mal in die Gebäude rein und kuscheln ein bisschen. Yeah, kuscheln. Super, das war's schon. Ja, ich glaube, die werden uns noch ein paar Panzer. Oh, wir haben ein Torso-Teil verloren. Von hinten auf jeden Fall. Scheiße. Ah, er trifft mich auf volle Kanne. I'm picking up additional enemy units headed your way, Commander. Watch out. Looks like these raiders somehow got their hands on the spider mech. It's fast, but lightly armored. Get behind you. Copy that. Spider mech? Ach du Scheiße. Hab doch keine Zeit dafür für den Kampf. Weil jetzt laufen wir hier im Kreis und treffen uns nicht, ne? Er hat auch M-Laser. Das Problem ist, der ganze andere Scheiß fickt mich hier gerade. Zerstöre die Spider-Mac, ja. Das ist... Das kriegt er nicht hin, der Kleine hier. Target acquired.
auch noch. So. Jetzt nochmal den Panzer da. So, Spider-Map. Nee, es ist er nicht. Ah, dreh dich, Süßer. So, jetzt renne ich nochmal kurz weg. Wo ist er? Wo ist er hin? Der hat doch ganz schön gut mich zerstört. Ich gehe nochmal hoch. Nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin muss. Target acquired. Deckung und wieder raus. Ah, er hat mich erwischt. Ich habe ihn erwischt. Das war jetzt bescheiden. Das war jetzt echt... Ich dachte, er verfolgt mich einfach, dass ich hier von oben... Ich hatte mich so schön ausgemalt. Nahkampf! Alter, wir haben ihn zerstört. Sackgesicht, Alter. Schnell weg, wir haben es geschafft. Und das mit dem Leichten. Wir sollten den Mittleren nehmen. Das ist der große Unterschied. Der Kleine ist jetzt aber vollkommen im Arsch. So, und nach dieser Mission bin ich gespannt, ob mein Centurion endlich geladen ist. Dass er vielleicht für die nächste Mission einsatzbereit ist. Und ich werde mit euch, dann brauchen wir den Leichten. Passt auf. Und ich glaube, ich hätte nicht nochmal auf ihn schießen sollen. Bestimmt weniger Teile. Oh, schön kaputt sieht er aus hier. Auszahlung 413. Ruf ist gestiegen. Meine C-Noten. Plünderer Basis. Okay. Bonus. Schadensabdeckung. Erlittene Schäden. Das ging ja eigentlich noch. So, ach ja, wir müssen noch Teile aussuchen. Hier nehmen die Waffen. Achso, vier Teile dürfen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir die dann irgendwann verkaufen können. Keine Ahnung. Sprungdüse, V-Klasse. Die ist billig. So. Der tut mir leid, der Kleine. Müssen wir gleich reparieren. Können wir das hier gleich machen? Wir müssen schließen. So, Major Rainer Campbell. Dieser Spider-Mac ist vielleicht klein, aber auch schnell. Hervorragende Arbeit da unten. Die Plündertruppen wurden restlos eliminiert und ihre Infrastruktur ist zerstört. Und das Allerbeste, dass mich Spears gerade kontaktiert hat. Die Bergungsgesellschaft könnte mit unseren Leistungen nicht zufriedener sein. Und hat einen Transportvertrag auf den ankommenden Sprungschiff vorangetrieben. Ja, super. So, der will mit uns auch nochmal reden. Farhad. Farid. Keine Ahnung. Warte mal. Mission ist zu Ende. Und ich habe immer noch keine Munition. Das kann es doch nicht sein. So,
So, den müssen wir leider reparieren. Das ist natürlich im Krisengebiet jetzt arschteuer. Ja, macht, komm. So. Hey there, Gov. Oh yeah, we finally got a name for these bastards who've been chasing us down. Black Bloody Inferno, right? Well, that's a lot of bollocks, isn't it? You know what a Black Inferno is? It's bloody smoke, mate. All right then, nice chat. Gonna get back to work now. Darum quatschst du mich jetzt an? Fahad, ich habe deutlich Besseres zu tun, als gerade diesen doofen Namen zu besprechen. Fahad, ey. Du bist der Erste, den ich durch die Luftschleuse schicke im Weltall. Der eine Laser ist auch im Arsch gewesen. Ja, einsatzbereit, ohne Munition. Ein Trauerspiel. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Pflanze in der Dose. Hi, Commander. Thanks to your efforts, the mining company have kept their word and booked us transport on a jump ship. Spears has also obtained a new mercenary ID number. So, all we need to do now is choose a new name for our merc outfits, and we're good to go. I'll leave that up to you. Once you've registered the new name, come back and see me. Will do. Wo soll ich hingehen? Haben wir ein Büro? Wir können es wahrscheinlich auch über das Terminal machen, aber ich will mein Büro mal sehen. Oh, wir haben ein Büro. Kann ich darüber Munition kaufen? Achso, das ist mein Zimmer. Das soll mein Büro sein. 18:30. Ups, jetzt ist ja wirklich die Zeit der Aufnahme. Das passt sogar. Upsi, dupsi. So, Operationen. Erstmal ist das Pferd gefällt mir gar nicht. Nix Kavallerie. Na, das ist immer so eine Sache bei mir. Bin immer übelst unkreativ. Ich habe gerade was vor Augen. Wie hießen die denn, verdammt? Scheiße. Ja gut, wir haben noch ein Pferd. Heißen wir jetzt Black Horse. Oder warte mal. Wir sind eine böse Waffenfirma. Wir heißen Black Rock. Nein, das ist zu politisch. Wir bleiben bei Black Horse. Wohl, warte. Noch eine bessere Idee. Black Line. Weil das Line ist falsch geschrieben. Oder? Scheiße. Ich bleib bei Horse. So. Neu gegründet. Ich kann immer noch nicht auf den Markt zugreifen. Schön. Aber jetzt sprechen wir mal mit Rihanna. Die will ja nochmal mit uns reden. Okay, Commander. Everything is set for our departure. The transport contract with the mining company is a false flag. Spears and I set up with their cooperation. The mining company has legally hired us to transport cargo for them. But in reality, there is no cargo. Just a destination and some very convincing paperwork. So, where are we headed? We've been asked by Spears to help him out of a jam. I think we owe him. I agree. What's he need us to do? Spears works for Interstellar Expeditions, one of the largest archaeological collectives in the Inner Sphere.
They do archaeological digs and conduct research into abandoned Star League-era facilities in the pursuit of lost technology from before the Succession Wars. One of the expedition's dig sites has come under attack. A rogue mercenary group is intent on pillaging a Star League supply depot that IE uncovered on Brooklyn Prime. We're going in to help protect the site. Spears will provide more detailed information on what exactly we're facing once we arrive. For now, I've uploaded the coordinates into the nav system. Before we can launch, you need to sign off on the op and get us to the system. Roger that. Erstmal müssen wir warten auf den Yelvin. Nehmen wir es erstmal an. Fragezeichen. Ziel aktualisiert. 13 Tage bis dahin oder was? Wie komme ich jetzt reisen? Aha, bezahlte Rechnung mussten wir auch mal machen. Ich hoffe, da sind die Reparaturen günstiger und wir kriegen endlich mal Munition. Sehr ätzend im Weltall. Kann man sich da im Weltall nicht einfach von Amazon Munition liefern lassen? Hui. Ah. Das ist ja fett. Ich dachte, das wäre eine Raumstation. Cool. Der hat keine Munition und der andere ist... Ach, das ist doch... Kann ich einen kaufen? Alle Missionen können wir nicht starten. So. Achso, wir sind jetzt hier bei Brookland. Okay, anderes System, anderes Glück. Ja? Atmosphäre löschen. Ziel Söldnerkampagne. Das Ziel ist einfach, halte die feindlichen Streitkräfte auf und sichere den Ort, bis zusätzliche Verstärkung ankommt. Und er gibt uns schon hier 3 Punkte. Nicht gut. Gewichtsbeschränkung 50 Tonnen. Da will ich jetzt nicht schon wieder mit den Yelvin starten. Nee. Ah, jetzt haben wir das Munitionsproblem. Das ist einfach so. Solange ich nicht weiß, wie ich diesen Scheißroboter aufrüsten kann. Oder warte mal, ist der vielleicht zu schwer? 40 Tonnen. Im Gegenteil, wir können ihn noch schwerer machen. Abbruch bestätigen. Ich guck noch einmal rein. Das kann es doch nicht sein. So, Ausstattung. Ich glaube, diese Balken sind für die Stufe. Hätte ja sein können, dass es auch Munition ist, aber leider nein. Davon ist noch Munition da. Eine Tonne. Für Standard-Langstrecken-Raketenwerfer. Den haben wir ja drin. Aber ich konnte letztes Mal doch auch nicht mit dem schießen. Ich muss das mal nachgoogeln. Da kommen wir nicht weiter. Tut mir leid. Da wird es diesmal eine kurze Folge. Mit einer kleinen Mission. Aber der Yelvin hat sich gut geschlagen. Ist zwar halb auseinandergefallen, aber das, was eigentlich der Centurion leisten sollte,
konnte der Kleine auch machen. Mit ein bisschen hin und her laufen, hat seine Ärmchen verloren. Aber das Wichtige ist ja hier in der Mitte. Und ich finde es schon, wie ich jetzt mitgekriegt habe, als ich bei den Centurion gespielt habe, ohne Aufnahme. Dir werden die Beine abgeschossen, in Häkchen quasi. Aber das Bein bleibt dran oder die Geschwindigkeit nimmt dann von 60 km/h nur noch 20 oder so. Aber eigentlich kenne ich das auch so. Ich weiß nicht, aus dem Tabletop oder so. Man kann ja gezielt die Beine zerschießen quasi und dann ist der Mech nutzlos. War das im Multiplayer-Spiel auch so? Oder konnte man da gezielt die Beine abschießen? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wenn ihr es auch wisst mit der Munition, wie ich die gottverdammte Munition kriege, ob das jetzt an der Kampagne liegt oder ob das einfach irgendwie Kacke ist oder ob ich hier einen Button übersehe. Untergewicht. Warte mal. Untergewicht. Was ist, wenn ich jetzt einfach den ein bisschen schwerer mache? Maximumiert das, was geht. Gerade Heck. Und dann gleich die schwersten Beine ever. Habe ich alles irgendwie Maximum? Naja, wohl Front. Das müssen wir gleich machen. Obwohl, warte, ich hätte das Front lieber doch ein bisschen mehr. Ich finde das gut, dass man da so ein bisschen variieren kann. Ein bisschen gucken, ein bisschen testen. Ich rüste das jetzt mal um. Kostet wieder scheiße viel Geld. Das machen wir jetzt mal. Wenn es jetzt daran lag, dass mein Mech zu leicht war, ne? Reiße ich den Entwicklern den Kopf ab. So, jetzt gehen wir mal in meinen Mech rein. Er ist immer noch untergewichtig. Damit hat es nichts zu tun. Gut. Keine Ahnung, woran es liegt. Keine Ahnung. Gut. Was ist denn das Rote überhaupt da? Nochmal eine Idee. Das Rote sind RRS-Waffen. Haben wir nicht. Ausrüstung. Was ist das? Tut das? Was macht das? Hier so irgendwo einbauen? Wärmetauscher. Keine Ahnung, wo der hingehört. Ich pack das einfach mal hin. Keine Ahnung, was das ist. Ach, die Munition muss ich da auch reinpacken? Leitet die Wärme von dem Mech ab und ermöglicht einen größeren Wärmeaufbau, bevor es zu einer Abschaltung kommt. Ich habe keine Ahnung, wo das hingehört, aber... Ach so, das sind 4 Kisten oder was? Wie viel Munition habe ich denn damit? Umrüsten. So. Hat man mir das erzählt, dass man das machen muss? Also ich weiß hier, im Zwischenscreen wurde gesagt, oh, Munition kommt automatisch. Eine Mutter kommt automatisch. Hat aber immer noch meine Autokanone hat keine Munition. Wahrscheinlich wird es wirklich daran liegen, dass meine Waffe keine Munition hat. Ich weiß auch nicht, wo ich die herkriege. Na gut, ich kläre das nochmal. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Bin ein bisschen sauer. Ich wollte einfach mal mit meinem Centurio rumspielen. Bisschen doof gelaufen. Gut. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.